Hören Sie, mein lieber Freund. Wir haben hier Feindaktivität. Mir ziemliches Kopfzerbrechen. Sie müssen einem meiner Honchos einen Kopf übergeben. Die Regierung hat einen Bürokomplex meines Freundes Sushi Tom Yi abgerissen. Tja, und jetzt lässt sich Panay an genau der Stelle ein Denkmal setzen. Sushi ist außer sich. Also bringen Sie den Kopf der Statue zu seinem Anwesen. Das dürfte ihn aufheitern. Und ich habe mein... Oh, jetzt geht's ja hier super los hier. Vielleicht unter Beschuss. Mann. Vielleicht unter Beschuss hier. Das geht mir gar nicht. Tut mir leid, aber ich muss hier was anderes machen. Dass es hier gleich so ausartet. Gedacht. Ganz ehrlich, deshalb warten wir. Endlich ist die Ruhe wieder da. Und ich kann meine Mission und euch herzlich willkommen heißen zum nächsten Part. Ey, der springt hier einfach rüber, ist da nicht zu fassen. Aber man schickt dann nur hier oben hin, damit ich... ...das hier machen kann. Okay, die Rübe ist ab. Bringen Sie den Kopf jetzt zu Sushis Anwesen. Ja. Ich hab ihn! Die Frage ist bloß wie, ne? Blute, du Schwein! Ha! Wir haben ihn vertrieben! Übergabepunkt A und B? Kannst du mir jetzt nicht sagen? Ist neu, ne? Einer ist noch. Beteilt euch, bloß los! Wer verletzt? Vielleicht sogar von dieser Seite hier beschossen. Endlich. Keine Gnade! Der Koffer. Was war denn hier? Ah. Zeug mit dem. Ah. Das war bestimmt. Transportieren. Da wäre jetzt so ein Helikopter praktisch. Wo kriegt denn jetzt ein Helikopter hin? Oder? Hey, man glaubt das auch. Aber ey, ich mach das wirklich.
Klappe hinten angehangen und vorwärts geht's. Noch mehr Held entstand. Klar, dass die Übergabe hier etwas problematisch ist. Aber das hätte ich nicht machen können. Der Präsident wird wegen dieser Demütigung heulen wie ein Baby. Schauen Sie später einfach im Hinterhof des Anwesens vorbei, dann wissen Sie, was ich meine. Okay. Das wäre ich dann mal. Straßenskorpio sind die Lebensader der Roaches. Aber die Regierungstruppen durchtrennen unsere Arterien und lassen uns ausbluten, indem sie unsere Handelswege zerstören. Sie müssen sie stoppen und ihre Bomben rechtzeitig entschärfen. Halten Sie die Roaches am Leben, mein Freund! Da müssen wir jetzt wieder... auf einen neuen Versuch. Erste Bombe habe ich schon mal. Zweite Bombe kommt. Ich komme näher. Das Motorrad ist irgendwie langsam. Irgendwie ist es langsam. Die Zeit läuft. Wo ist er? Hier. Ach, er kann so nicht. Kann so nicht arbeiten. Das ist doch schlimm. Scorpio, Sie haben die Hälfte der Bomben entschärft, aber das reicht nicht. Scheiße. Das ist jetzt Mist. Ich habe Waffenwechsel gemacht und ich wollte gar nicht. Aber so war es mir egal. Oh, Klöckling. Alarm! Wir haben Feindkontakt! Alle verfügbaren Einheiten in der Gegend! Vorrücken!
gerade Weste. Hab da auch gerade gesehen. Das ist dann irgendwie nicht. So vonstatten gehen sollte. Wir haben hier was! Schickt Verstärkung! Ja! Ey, ich hab's geschafft. Danke, Herr Doktor! Bitteschön. Jetzt kann das Blut der Roaches wieder frei fließen. Genau. Ich hoffe es. Mein Freund, ich habe einen Job für Sie. Sie sollen für mich in einen Armeestützpunkt einbrechen und einige Daten von Ihren Computern herunterladen. Das ist doch kein Problem, oder? Vorweg, ich habe das schon eingenommen, so 100%. Also, da könnte sich der Name alle Ehre machen. Beeilen Sie sich, mein Freund! Sie drehen durch! Sie haben die Selbstzerstörung der Festplatte aktiviert! Holen Sie die Daten, bevor es zu spät ist! Oh nein. Die Sie behandeln müssen. Sehen Sie, eine Bande unabhängiger Schmuggler nutzt die Schmuggelrouten der Roaches für ihre eigenen Zwecke. Im Moment ist das alles noch kein Problem. Aber ich weiß, dass aus harmlosen Infektionen in kürzester Zeit tödliche Krankheiten werden. Seien Sie mein Antibiotikum. Töten Sie diese Bakterien.
komm. Action. Ich habe einen Job für Sie. Ziemlich weit oben, wenn Sie interessiert sind. Scorpio, kennen Sie zufällig Mama San Lee? Ihr gehört das einzige fliegende Bordell der Welt, der Mile High Club. Sie hat gegen fast jeden hier was in der Hand, auch gegen mich. Und wissen Sie was? Sie weiß auch etwas über den Präsidenten. Genau diese Information müssen Sie besorgen. Fangen Sie am besten mit den Laptops im Club an, bevor die Regierung sie sicherstellen kann. Okay. Das ist doch mal was. Da soll ich da hoch. Und wieder mal an die Laptops. Mile High Club, ja. So viele süße Erinnerungen. Im Mile High Club werden alle Wünsche wahr. Dank einer Armee sinnlicher Profis. Eigentlich war es klar, dass die Sache einen Haken hat. Es macht mich wirklich traurig, dass es so enden muss. Aber immerhin nimmt die Sache ein Profi in die Hand. Und nicht vergessen, Scorpio, keine Schießereien. Für die Wachen sind Sie nur ein Freier. Spielen Sie Ihre Rolle, mein Freund, und genießen Sie den Ausflug. Ah ja, keine Schussverbindung. Also, der erste Laptop müsste in der Nähe der Bar stehen. War vielleicht von den Zuschauern
gereicht. Das ist das letzte Teil des perversen Puzzles, mein Freund. Genau. Na ganz toll. Hanneys Männer wollen den Club sprengen, Scorpio. Das kann ich auf gar keinen Fall zulassen. Sie müssen den Zündmechanismus unter Deck erschaffen. Es gibt zwei Ausgänge unter Deck. Versuchen Sie, acht an Ihr Glück. Das war doch mal ein Knall zum Schluss. Und ganz ehrlich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte Spaß. Und Herzrasen auch auf jeden Fall. Weil es ging hier sehr viel auf Zeit. Und das geht ohne Adrenalin gar nicht. Naja, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Part. Macht ein Däumchen nach oben, lasst einen Kommentar, wenn es euch nicht gefallen hat. Naja, Däumchen nach unten. Schreibt Kritik, wenn ihr möchtet. Und bis auf bald.